Ja, Franz Kerber, willkommen in der Regionalliga Nordost, kann ich da nur sagen. Viele freuen sich drauf, dass RWE wieder auch mitmischt und Sie wahrscheinlich an allererster Stelle. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir wieder in der Liga, dass wir wieder auf der Landkarte des Fußballs sind. Nichts gegen die Oberliga, um Gottes Willen, die ist schwer genug. Aber man merkt natürlich, die Regionalliga kriegt eine ganz andere Aufmerksamkeit, hat einfach eine ganz andere Gewichtung. Und wir sind froh, dass wir einfach wieder dabei sind. Und ich denke, Rot-Weiß Erfurt gehört ja auch unbedingt in die Regionalliga. So, das heißt aber, auf Sie kommt oder kam jetzt schon in den letzten Tagen und Wochen eine Menge Arbeit zu. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge, was die Kaderplanung angeht, was die Vorbereitungen angeht auf die Regionalliga? Ja, es ist wirklich eine Menge Arbeit. Ich meine, wir sind ja jetzt seit mittlerweile 4 Jahre raus praktisch. Wir haben ja vieles aufzuholen, nachzuholen, haben ja hier praktisch einen Rückstand. Aber ich denke, dass wir in den letzten Wochen und auch im Vorfeld schon einiges geleistet haben, dass uns das eine oder andere gelungen ist. Wir haben jetzt, denke ich, für unsere Verhältnisse vernünftige, gute Verpflichtungen gemacht, sodass wir, denke ich, eine gute Mannschaft haben, um einfach wettbewerbsfähig zu sein. Alle Spieler konnten ja nicht gehalten werden, die den Aufstieg miterkämpft haben oder haben sich anderweitig orientiert. 4 neue sind dazugekommen. Ist das jetzt schon der Kader, der dann auch erstmal antritt im August oder wird sich da noch einiges tun im Kaderbereich? Ja gut, wir hätten ja alle Spieler halten können, sage ich mal eigentlich. Aber bei einigen haben wir heute gesagt, man trennt sich, weil man geglaubt hat, dass es nicht für die Regionalliga nicht ganz reichen würde. Und deswegen sind wir eigentlich froh, dass wir die wirklich wichtigen Leute für unser Team halten konnten. Also die Stammspieler, die Stammkräfte. Und wir haben ja sogar mit dem heutigen Tag sind wir jetzt 8 neue Zugänge praktisch, die jetzt dazugekommen sind, sodass wir jetzt schon über eine Mannschaft verfügen, über einen Kader mit 21 Spielern, der groß genug ist, um in die Regionalliga zu starten. Aber wir haben bewusst nur den einen oder anderen Platz freigehalten für die eine oder andere Verstärkung. Wenn die noch auftritt oder auf den Plan kommt, dann werden wir da auf alle Fälle noch zuschlagen. Herr Gerber, welche finanziellen Möglichkeiten hat der Verein nach dieser bitteren Zeit in der Regionalliga, nachdem Sie hier eingestiegen sind und nachdem Sie gesagt haben, wir wollen Rot-Weiß Erfurt wieder zur alter Stärke zurückverhelfen? Ja, ich denke finanziell oder wirtschaftlich, das ist ja kein Geheimnis, werden wir sicherlich in der Regionalliga ganz unten angesiedelt sein. Da haben andere Mannschaften viel mehr Potenzial, haben hier, wie ich schon sagte, durch die Insolvenz, durch die Vergangenheit doch einen großen Vorsprung uns gegenüber, weil es ist ja doch vieles kaputt gemacht worden, viel Porzellan zerschlagen worden und zuschauermäßig sind wir gut dabei. Aber jeder weiß natürlich, dass unser Stadion, was ja ein schönes Stadion ist, doch enorme Kosten verursacht. Das weiß jeder. Und jeder weiß natürlich, dass wir uns auch um unsere Sponsoren wieder bemühen müssen, um die wieder zurückzugewinnen. Denn die sind ja durch die Vergangenheit doch sehr vergrault worden. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Die Türen öffnen sich wieder, das merkt man. Also man kommt wieder zu Gesprächen. Und ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten, Stadt, Region, Sponsor und praktisch wir als Sportverein, als Verein praktisch, dann kommen wir auch wieder ganz gut in Fahrt. Kann man sagen, mit welchem Etat Sie für den Gesamtverein und für die erste Mannschaft planen? Ja, nein, die erste Mannschaft, das ist ja kein Geheimnis, da haben wir praktisch, liegen wir bei 850.000 Euro. Wir müssen ja leider alles versteuern, die Berufsgenossenschaft verschlingt ja eine Menge. Also man kann sagen, wenn man eben 420.000 den Spielern gibt, dann kann man das andere Hälfte nochmal draufrechnen an Steuern, an Berufsgenossenschaftsabgaben. Also das ist schon gewaltig, sodass bei den Spielern von dem Geld nur die Hälfte hängen bleibt. Sie haben gesagt, neue Sponsoren finden. Erleichtert die Sache jetzt, dass es vielleicht doch endlich zum Abschluss dieses Insolvenzverfahrens kommt, dass der Insolvenzverwalter jetzt endlich den Insolvenzplan eingereicht hat? Nein, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn das behindert seit auch seit vielen Jahren. Das ist wie ein Damoklesschwert, schwebt es über den Club, hält auch viele Sponsoren ab. Also wenn dieses leidige Thema endlich erledigt werden könnte, das wäre natürlich eine Befreiung, sowohl für die erste Mannschaft als auch für den Verein. Und wir hoffen, dadurch, dass der Plan eingereicht ist, hoffentlich ist er gut und dass uns dann die
unsere Fans praktisch und die Gläubiger alle unterstützen, dem Plan zustimmen, sodass wir unbedingt aus dieser leidigen Insolvenz rauskommen. Was wünschen Sie sich für Ihre erste Regionalliga-Saison mit Rot-Weiß Erfurt? Ja, ich wünsche mir, dass wir weiterhin den Fußball spielen können, den wir wollen. Wir wollen ja Fußball spielen. Wir sind ja spielstarke Mannschaft in der Oberliga schon gewesen, haben jetzt wieder Augenmerk drauf gelegt auf Spieler, die Fußball spielen, dass wir einfach unseren Leuten, unseren Zuschauern einen guten Fußball bieten können und dass es uns gelingt, dass wir in der Liga bleiben. Denn das wird schwer. Die Regionalliga ist eine sehr gute Liga, wirklich sehr gute Liga, auch wenn es alle wirtschaftlich nicht ganz so unterstützt werden, wie das vielleicht in den anderen Ligen der Fall ist. Man bekommt praktisch kein Fernsehgeld wie in den ersten drei Ligen. Das fehlt komplett, auch so teilweise. Aber vom Sportlichen her ist es eine sehr attraktive Liga, eine sehr schwere Liga. Und ich glaube, zwischen vierter Liga und dritter Liga ist lange nicht so ein Unterschied wie, denke ich, Oberliga und Regionalliga. Hans Gerber, dann wünschen wir Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die neue Saison, dass Sie erstmal gut reinkommen und dass Rot-Weiß Erfurt wieder eine feste Größe in der Regionalliga wird, was sich sicherlich sehr, sehr viele Fans wünschen. Das ist nett, vielen Dank, das hoffen wir auch, wir arbeiten dran. Dankeschön. Bitte.